Hey Leute, willkommen zurück zu Arx Fatalis. In der letzten Folge habe ich versucht, das mit der Garry-Quest zu machen, mit dem Baki, aber leider hat es nicht funktioniert, es tut mir leid. Ja, er ist auch danach nicht mehr da irgendwie nach Hause gegangen eine Weile und so, und da habe ich keinen Bock mehr gehabt zu warten. Also, machen wir jetzt mit der Hauptquest weiter. Das Problem ist, unser Questlog ist irgendwie buggy. So, daran liegt, dass ich nicht geguckt habe, wo man diese Blöden mit den Schuppen und so findet, aber wir haben ja alles. Achso, ich habe es noch nicht verzaubert, ich Idiot. Ach so, vielleicht liegt's daran. So, machen wir das noch da Sieh drauf. an, etwas Neues. Ja, jetzt müssen wir nur noch Objekt verzaubern machen. Und Objekt verzaubern war. Miga, Blablub und Korsum. Korsum, glaube ich, war's. Okay. Stregum, das ging sogar schnell. Und Korsum. Komm. Ah, jetzt, okay. Ist mir irgendwie nicht eingefallen. Boah, 40 verdammten Schaden. Okay. Also, die Zeit ist für mich gekommen, meine Mission zu erfüllen. Ich muss zum Bunker der Ilsiden gehen und die Serbis vernichten. Oder sollte ich besser sagen, Akbar? Oh, Leute, das ist das Ende. Ah, wie geil! Lalala, ist das nicht schön? Wir werden durchspielen. Das ist so gut, das ist so gut. Ja, die Magie runter. Nee, das ist mir zu blöd für einen mehr Rüstungsklasse. Wir haben genug. Guck mal, wir haben 87, Leute, weil dieses Schwert nochmal 8 Schaden, also 8 Rüstungsklasse bringt. Das sind nur 5. Wir haben ein bisschen weniger Magieresistenz, aber sonst. Pff, Wurst. Einfach Wurst. Das ist so genial. So, die Ringe. Ich weiß nicht, ob wir Kraus und Sohak brauchen, aber ich lasse die jetzt erstmal an, weil besser. So, und ich glaube, das war in den Kavernen. Gehen wir nochmal runter. Ja, müsste es gewesen sein. Nee. Von ihm. Was hier? War es in den Kavernen oder war es eine Ebene höher? Ich könnte auch sein, dass eine Ebene höher war. Wir gucken einfach mal. Oder eine Ebene niedriger? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, es war. Wartet mal. Ich glaube, es war bei Edoneum da unten. Ganz unten in der sechsten Ebene. Da war doch irgendwo eine Barriere, eine Aura, die wir auch mal entzaubert hatten. Dann kamen uns voll die fetten Elsiden hinterher. Und wollten uns abmurksen. Und das ist es. Da müssen wir hin. Das ist der Bunker der Elsiden. Ich kenne ihn noch. Ich weiß nicht, ob wir zu irgendjemandem gehen müssen. Wartet mal. Können wir? Dracheneier haben wir schon verzaubert. Das ist gut. Ich meine, hier war ich gerade. Hallo. Guter Oberin. Doku. Bald werdet ihr uns verraten, wo sich die Rebellen verstecken. Guck mal, was ich habe. Das sehe ich nicht. Okay, das ist doof. Wir gehen nochmal zum König von Arx. Vielleicht hat der ja was dazu zu sagen. Das würde ich jetzt noch machen. Denn Leute, das hier könnte der Finalpart sein oder der vorletzte, einer von beiden. Ach, wartet mal, ich habe wieder nicht gespeichert. Ah, wie doof. Ja, ihr seht jetzt auch, wie lange ich schon aufnehme. Das müsste jetzt 53 sein, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ich speichere einfach mal so. Ihr seht ja, welcher Part es dann sein wird. Wir gehen zur Festung. Ich will wissen, ob er uns noch sagen wird, ah, viel Glück. Und so. Und ja, hier habt ihr noch alles Gold unseres Landes, damit ihr das mitnehmt in den Noden und wir nichts mehr haben. Könnte sein. Wer weiß. Vielleicht hat der König ja ein bisschen scherzhaft aufgelegt. Warum guckt er mich schon an? Schaut mal, der guckt mir nach und das ist sehr strange. Amshagar, es ist Zeit, Akbar zu stellen und ihn ein für allemal zu vernichten. Guck mal. Oh. Möge die Weisheit des Noden euch leiten, Amshagar. Willst du dich wenigstens nochmal von mir Das muss es gewesen sein. Oh, ihr seid so gemein. Ich habe so viel für euch getan und nicht mal die Tussi da gibt sich mal hin. Oh, nicht fair. Menno. Menno, Menno. Ja, Leute, das hier ist jetzt langsam, ne, die Untergangsstimmung hier. Weil entweder gehen wir drauf oder Akbar geht drauf. Ich bin dafür, dass Akbar drauf geht, Leute. Wie viele haben wir? Wir haben immer noch 36 Mana und 39 Heilung. Super. Auch wieder in die sechste Ebene. Der Pilzwald ist mir jetzt auch mal egal. Ich weiß gar nicht, ob es da noch was gab. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, kannst du mir hier noch was sagen, hier unten? Wir nehmen alles mit in den Noden, ne? Also das wird eine Menge sein an Zeug. Das wird schön. Im Noden wird es dann kuschelig. Du kannst mir auch nichts mehr sagen, das zieht mich auch nur noch an, du Tussi. Ah, wir können aber noch ein, zwei Sachen machen. Hier nämlich. Zack.
Ein wahrer Alchemist. Warte, wir haben noch irgendeinen Quark eingesammelt, oder? Dass wir verkauen können. Nicht? Lass mich forschen. Also dann. Diese Waffe ist jetzt gut vergiftet. Wir können die echt noch vergiften? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja, dann machen wir das gleich wieder voll. Zack, zack. Läuft. Ja, super, Leute. Wir sind gerüstet, würde ich sagen. Wir sind mehr als gerüstet. Dann auf zum Bunker. Oh, ist das spannend. Ist das spannend. Ich glaube, Part 54 wird das Ende sein, weil ich beim Endkampf nochmal einen Cut machen werde spätestens. Außerdem will ich 54 Parts haben. Das klingt cool. 55 klingt natürlich besser. Nein. Ich werde euch jetzt nicht prellen oder irgendwas. Ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern, bis wir durch den Bunker durch sind. Mal gucken. Och, wirklich? Du willst jetzt von meiner Waffe des Todes zermartert werden? Ganz ehrlich, du bist doch doof. Da ging es in die Krypta. Schau doch mal, das hier ist ja schon Penetration höchster Güte, das Ding hier. Okay, da ist noch ein Spinnchen. Wieso kommt denn alle wieder? Krieg ich dafür nochmal XP? Oder ist ein Huhn? Ich glaube, das Huhn hatten wir mal beschworen. Und ich höre was. Fette Spinne. Macht die Geräusche? Dann macht die aber komische Geräusche für Spinnen. Sehr komische Geräusche. Da steht unser Spaten noch rum. Ah, guck mal, was wir alles gemacht haben. Dieses Spiel ist nicht toll. Das ist so super. Wir waren jetzt nicht mehr der... Wartet mal, eigentlich würde ich gerne nochmal schnell in die Krypta gehen, Leute. Es tut mir leid, aber... Da waren eventuell ja noch ein paar Gegner. In der vierten Ebene sollen ja noch ein bisschen was sein. Und jetzt haben wir das fette Schwert. Jetzt können wir die mit einem Schlag wahrscheinlich aus den Angeln pusten. Und hier soll doch bei einer Statue jemand, also ein Brief sein. Den würde ich schon... Ja, man hört auf jeden Fall wieder Zombies. Oh, toll. Futter. Ach, wirklich? Ihr seid doch voll doof. Cool, die sterben nicht. Ah, geht doch. Warum ist hier jetzt wieder ein Zombie? Ich meine, wir sind ja gerade auf der Ebene. Ist ja wurscht. Oder? Ist wurscht. Ach, hier hatten wir auch das mit dem Schatz. Oh, Leute, das ist so schön. Verschlossen. Eins, drei, eins. Verschlossen. Warte mal, ging das hier nicht auf? Wir konnten die echt nicht öffnen, oder? Na bitte. Jetzt schon. Ah, wow, 1800 Goldmünzen. Das ist der größte Schatz, den wir je gefunden haben hier, ehrlich. Das ist cool, jetzt haben wir doch geöffnen können. Das ist schön, das war es wert, finde ich. Das war schon was wert. Ich hab mich gerade verirrt. Warte mal, wo waren diese Statuen? Hier waren doch irgendwo Statuen. War das hier in der Ecke? Weil da muss dann auch noch ein Licht sein und zwei Mumien, hieß es zumindest in der Lösung. Schade, ich hätte gerne den Originalbrief gefunden der Königin, aber vielleicht ist das noch eine Ebene tiefer. Das wäre natürlich blöde, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich da wieder... durch die Ebenen zu kämpfen. Nee, komm, ist egal. Ich will es nicht weiter hinauszögern. Also ich will es eigentlich auch nicht hinauszögern. Ich würde es nur gerne noch finden. Und vor allem 7000. Das ist nicht mehr viel. Bis zu Level 9 wenigstens. Dann haben wir fast Maximalstufe in diesem Spiel. Das ist mir schon schön. Egal. Wo waren wir denn jetzt? Ich glaube hier, oder? Nee. Ach Quatsch, andere Seite, da war ich doch gerade. Ich bin gerade dran vorbeigelaufen und mich gewundert, warum das so doof aussieht. Da. Hello. So. Ich glaube auch gar nicht, dass es hier auf der Ebene war, habe ich gerade das Gefühl. Nee, es war wirklich in dem anderen. Ich hab's voll verpeilt, Leute, ich weiß es echt nicht mehr. Aber hier war es nicht. Daran würde ich mich erinnern. Ich habe keinen Bock mehr, Ratten zu schnetzeln. Ich will jetzt Level 7 klatschen, Leute. Level 7 klatschen. So richtig an. Bam, bam, bam. Nein, das ist nicht. Ja, hier ist nichts mehr. Ich will jetzt Level 7 töten. Menno, wo sind die? Ich könnte ja nachgucken, aber ich habe jetzt auch keine Lust drauf. Nachgucken ist so doof.
Geht schneller, als ich dann brauche später, um den Cut wieder reinzuklamüsern. Ich gehe nochmal eine Ebene höher. Und dann gucken wir uns da um. Ich glaube, es war dabei die Trollen irgendwo. Wir können ein paar Trolle verhauen, aber ich habe keine Lust drauf. Die sind eigentlich voll nett und cool. In Ordnung. Ich will nicht damit vier Punkte reinklamüsern. Oh Leute, 50! 50! Wir machen bei ihm 50 Schaden. Wie geil ist das denn? Und trotzdem behalten die Ratten 2 aus. What the fuck? Aber 50 Schaden ist schon geil. Muss man schon sagen, ist schon. Das hat was. Das hat wirklich was. So, ich meine, es war hier. Irgendwo. Wir wissen ja, hier rechts oben ist der Rebellenposten. Da gehen wir wieder zu den Rebellen. Was, echt hier? Was, hier oben? Hier haben sie die kleinen Goblins zerschmamscht. Richtig schön zerschmamscht. Ja, seht ihr, ich bin auch bei Gary nicht mehr reingekommen. Da im Haus ist nämlich eins der zwei Bücher. Das andere ist im... Nee, Leute, das muss jetzt noch sein. Ich will nämlich den Trollen die Möglichkeit geben, selbst zu machen, wenn ich die Truhe aufkriege. Das wäre nämlich auch noch bei Gary im Haus gewesen. Da wäre nämlich dieses der Wert des Geldes oder irgendwie sowas. Wie auch immer man es nennt. Und hier war irgendwo ein kleiner Schalter, der ganz, ganz unscheinbar war. Ich habe ihn nämlich noch gefunden letztens irgendwann. Ich weiß es nicht mehr, ob nach einem Part oder in einem Part. Auf alle Fälle finde ich ihn jetzt nicht mehr. Ich bin so doof. Aha. Wo ist er denn? Die sehen so... Sie sind so eine Textur mit der Wand. Und deswegen erkenne ich die nicht. Ich meinte zumindest, ich hätte einen gefunden und habe ich aufgegeben und keinen Bock mehr gehabt zu suchen. Ich weiß es nicht. Könnte natürlich auch sein, dass es hier gar nicht reingeht, sondern nur raus. Was sehr sinnvoll wäre für die Rebellen. Oh, wir müssen den Trupp hier lang schicken. Okay, wir gehen dann mal. Zack, draußen. Oh, falsche Richtung. Leute, renn doch mal durch 15 Ebenen. Sorgt dafür, dass ich nicht gesehen werde. Tralala. Macht auch nicht so wirklich Sinn, ne? Scheiße. Ne, hier komme ich nicht mehr hoch. Ich will gerne nochmal zu den Rebellen. Das kann ich in der Ebene höher, aber... Und ich denke mal, ich bin hier nämlich falsch. Falalalsch. Ich erinnere mich jetzt nämlich wieder hier dran. Wir können ja nochmal der Nostalgie halber bei den Dings vorbeigehen. Ja, es wird mir jetzt wieder Zeitschindung vorgeworfen, fette ich. Aber ist das gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo es lang geht. Ich bin so doof. Hier haben wir die Goblin-Clans ausgerottet, die beiden, weil das sind Arschlöcher. Die haben uns verarschen wollen. Verarschen lasse ich mich nicht. Nur einmal und dann ist es vorbei, mein Freund. Genau. Hier ist auch noch das eine Huhn, das wir beschworen haben und noch ein Schlüssel. Den wir jetzt auch mitnehmen. Warum auch immer, weil, ne, den hätten wir vorher gebraucht, verdammt. Das ist ein Schlüssel. Shit. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal alles ablaufen. Und hoffen, dass der irgendwo passt. Ich hätte mir sofort diesen Blitzschlüsselring kaufen müssen, ganz ehrlich. Das ist doch voll doof. Große Schaden, was verkaufen. Ja, warum immer diese Karte ist, weil irgendwie nö. Wartet mal. Nee, doch! Hier ist der Bunker der Elysien, oder? Warte mal. Hä? Nee, hier ist die Krypta. Ach Gott, hier ist doch die blöde Krypta. In dem Raum waren wir auch nie, da kommen wir nur mit Fingerfertigkeit rein. Ich hätte auch keinen Bock mehr zu suchen, denn da ist nur ein bisschen was, wo man mal Gold machen kann. Was überhaupt nichts bringt. Nee, hier sind wir falsch. Das ist eindeutig die falsche Ebene. Können wir versuchen, darüber zu schweben, oder? Hier ist das ein Easter Egg. Wenn wir schon dabei sind, jetzt machen wir das. Ganz einfach. Komm, Spassium. 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 Normalerweise sind Zauber ja eine Kombination aus Sprache und Schriftzeichen. Eigentlich. Also so ging man früher davon aus. Und jetzt noch Movis. Na komm. Hallo. Ja, danke schön. Lalala, wir speichern nochmal schnell. Ich wollte immer schon mal wissen, was hier hinten ist. Und ich war nie in der Lage, dann nochmal hier zu gucken. Okay, hier kämen wir nie wieder raus, deswegen werde ich jetzt nicht den Zauber abbrechen. Ich will den Teufel tun, aber wir sind Schweinchen und Hühnchen. Das ist doch mal schön. Wieso kommt man hier? Das wäre jetzt echt Gamebreaker, ne? Wenn ich hier jetzt runterfalle und mir das Mana ausgeht, dann käme ich hier nie wieder raus. Das ist krass. Irgendwie Arsch, aber gut.
Egal. Kann man hier zerstören? Ich will das jetzt mal ausprobieren, Leute. Ne, kann man nicht. Okay, ist egal. Gut, gut, gut. Wir gehen weiter. Hallo, Hundi. Dann müssen wir ganz schnell wieder zurück in die Ebene. In die Ebene drüber, glaube ich. Meine ich. In einer dieser Ebenen war es. Ich weiß es halt nicht mehr, Leute. Es tut mir leid. Ach, Manu, das ist wieder so ein ereignisreicher Part. Obwohl, dann würde ich auch gerne in der anderen Ebene, da kommen wir nämlich zu den Rebellen, das weiß ich. Über diese Fackel, wisst ihr noch? Über diese Fackel. Und dann würde ich da schon gerne nochmal hin. Und nochmal gucken. Wir sind Ebene 4. 4, 2, 3 und 4. Wirklich zum unterirdischen See. Ich glaube, da war's. Da haben wir die Akbar Anhänger ja auch das erste Mal getroffen. Wenn ihr euch erinnert. Da müssen die irgendwo daher gekrochen gekommen sein. Wut? Wieso ist da ein Goblin? Was? Du hier zurückkommen und kämpf! Hier ist alles voller Goblins! Ach so, das sind ja auch Akbar Anhänger. Oh, dann sind wir hier richtig. Guck mal, zwei Schläge. Der Goblin Lord, dann war er weg. Vielleicht kriegen wir unser Level ja doch noch. Okay, die bringen nur 100. Arsch ist dunkel, ey. Hilfe! Zwei Schläge, Leute, wie geil ist das denn, ey? Die können mir gar nichts. Ich habe die ultimative Waffe und ich habe den Grad 2 geteilt, glaube ich. Das sah zumindest ein bisschen danach aus. Könnt ihr eure Waffen mal gerne haben, ey. Wartet mal, nein, hier war es nicht. Wo war denn das? Ich will jetzt den Weg zu den Rebellen nochmal finden, Leute. Es tut mir leid. Könnt mich dafür hassen, ist mir egal. Wenn ich den Weg denn finden würde. Hierhin war es nicht. Weder die Barriere noch sonst was. Doch, da ist die Barriere. Haha. Schön. Da ist der Bunker der Elsinen, Leute. Ich hab's gefunden. Yay! Aber wir werden noch nicht hingehen. Haha, erst im nächsten Part. Tut mir leid, dann werden es vielleicht auch 55 oder 56 Folgen. Fuck. Oh. Am Shagar, ich habe nachgedacht. Vielleicht habt ihr recht. Mein Vater sollte erfahren, dass ich noch lebe. Das ist allein eure Entscheidung. Bitte zeigt ihm dies. Meinen Siegelring. Der geheiligte Dolch nahm ihn als Beweis meiner Herkunft, als er mich rettete. Sag meinem Vater, dass ich beim See auf ihn warte. Was ist das denn? Ja, Leute, die Quest müssen wir noch machen. Das tut mir leid. Ah. Wird automatisch gemacht, das ist schön. Aaliyah, meine geliebte Tochter. Ich hatte alle Hoffnung aufgegeben, dich je wiederzusehen. Vater, es ist so schön, dass ich dich endlich treffe. Ich habe dich so sehr vermisst. Das ist unglaublich. Ich bin überwältigt vor Freude, dich lebend wiederzusehen. Es ist auch mir eine Freude, Vater. Bei den Göttern. Dies ist ein einzigartiger Moment für meine Tochter und mich. Niemand darf uns jetzt stören. Verlass den Raum. Sofort. Seid nicht albern. Bei den Himmeln, was tut ihr hier? Ihr habt, was ihr wollt. Der Krahos ist wieder in euren Händen. Ich weiß nicht, was ihr noch wollt. Was hat das mit dem Krahos zu tun? Wir sind hier, um die Rückkehr von Aaliyah zu ihresgleichen zu feiern. Zu ihrer Familie, unserem Orden. Habt ihr den Verstand verloren? Habt ihr euer Gedächtnis verloren? Hört diesen Schwur, den einzigen Pakt, der zwischen unseren beiden Völkern von eurem Vater Boxellis geschlossen wurde. Im Namen des Königreiches übereigne ich König Boxellis, König von Arx, meine vierte direkte Nachfahrin, dem Orden von Edoneum. Als Gegenleistung soll der Orden das Königreich mit dem Chaos und dem Suhag beschützen. Dieses Kind wurde uns versprochen, Landshire. Lasst sie mit uns gehen oder bereitet euch auf euren Tod vor. Niemals! Von einem derartigen Abkommen weiß ich nichts.
Ich weigere mich. Was für einen Grund habt ihr, meine Tochter zu fordern? Wache! Was? Seid nicht unbesonnen, Landscheuer. Ihr solltet einen Sinn für Veränderungen entwickeln. Was können eure Schwerter schon gegen uns ausrichten? Ich dachte, ihr werdet ein bisschen klüger. Dieser Vertrag sollte die Wiedergeburt unserer Königin sicherstellen. Zufälligerweise hat er auch euer erbärmliches Königreich gerettet. Wir brauchen eine Königin. Und diese Königin ist Aaliyah. Aaliyah wird Königin sein, aber die Königin der Menschen. Männer, kämpft bis zum Tod! Genug. Kein Blutvergießen mehr. Ich werde Poxellis Wunsch respektieren. Ich weiß nicht, was der Orden von Edorneo mit mir im Sinn hat, aber es ist nicht an mir, über diesen Vertrag zu richten. Das Königreich hätte die Magierkriege ohne die Hilfe des Ordens niemals gewonnen. Und nun müssen wir unsere Versprechen halten. Vater, ich akzeptiere dies. Ehre ist die höchste Tugend. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Aber ich fürchte, für den Moment muss ich dich verlassen. Das wird nicht nötig sein. Florence? Bist du das? Es tut mir leid, eure Wiedervereinigung stören zu müssen, ihr Schwestern von Edorneum. Aber Aaliyah kann nicht eure Königin sein. Aaliyah ist der fünfte Nachkomme von Poxellis. Was? Ich war Teil des Ordens des Heiligen Dolchs, einer geheimen Organisation, die von Poxellis selbst geschaffen wurde, um das Königreich gegen jede Art von Gefahr zu schützen. Ich bekleidete dort einen hohen Rang und war eine der wenigen, die von dem geheimen Vertrag wussten. Ich habe die Entführung von Aaliyah vorbereitet. Aber in der Nacht, als sie auf die Welt kam, gebar ich auch ihre Zwillingsschwester, Clarissa, einige Minuten vor Aaliyah. Diese unerwartete Geburt erweckte in mir die Idee, sie in die Obhut meines Dieners zu übergeben, der sie aus Arx heraus und zur Gilde der Reisenden bringen sollte. Aber ich wurde von einem heimtückischen Attentäter getötet, der jetzt, dank Anshagar, endlich entlarvt wurde. Betrogen! Und das so viele Jahre lang! Kennt denn die Falschheit der Menschen keine Grenzen? Wo ist die vierte Nachfahrin, die uns in unserer Prophezeiung versprochen wurde? Die wahre Königin wird sich aus eigenem Antrieb offenbaren, wenn die Zeit... Ich bin zutiefst enttäuscht. Was für eine Zeitverschwendung. Seit so vielen Jahren warten wir auf unsere Königin. Schwestern, lasst uns zurückkehren. Unsere Rasse wird aussterben und wir haben hier nichts mehr zu tun. Wow, Leute, das war ja mal awesome, oder? Hammerhart. Ich bin sprachlos und ich hab, ehrlich gesagt, Gänsehaut. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie gesehen, noch nie von gehört. Das ist ja geil. Ich bin sprachlos, das ist Hammer. Ich muss leider hier den Part beenden, es wird doch noch ein paar Parts dauern, bis hier das Finale kommt. Tut mir leid. Lasst mir doch Kommentare und Bewertungen da. Was haltet ihr von dieser Stelle? Ich find's genial, ich find's einfach nur klasse. Ja, das ist einfach super. Und dann sogar Zwillinge geboren. Und es ist trotzdem noch die andere, also ihre große Schwester im Grunde entkommen. Aber wer könnte diese Schwester sein? Werden wir das auch noch erfahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wer könnte diese Schwester sein, wenn sie rausgekommen sein soll aus Arx? Dann ist ihr das ja wahrscheinlich egal alles. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ah, so geil. Immer wieder Neues zu entdecken, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arx Fatalis.